Leute, willkommen zu einer weiteren Folge Game zum Montag. Heute mal wieder was für die PlayStation 3, wo ich mich wirklich sehr darauf freue. Ich habe das Spiel schon mal Let's Played, aber auf einer anderen Plattform. Und das ist natürlich nicht zu vergleichen, das ist etwas komplett anderes. Denn heute geht es um das hier. Die Legende der Wächter für die PlayStation 3. Ich habe es für den DS gespielt und das Spiel war... Naja, ihr könnt euch selber davon überzeugen. Sucht auf meinem Kanal danach, aber jetzt möchte ich mal das hier ausprobieren. Mit besserer Grafik, mit besserer Story und mit allem. Werde ein Wächter. Erkunde die geheimnisvolle Welt Gahul. Was steht da? Fliege in über 25 aufregende Missionen durch die Lüfte. Statte deine Eule mit einer mächtigen Waffenausrüstung aus. Wehre dich gegen deine Feinde in epischen Kämpfen. Ja, super. Dann werde ich noch gerne ein Ja, so wie immer. Da, 2010. Gut, sehen wir uns doch das Innenleben an. Hier die schöne Disc. Cool. Und das Booklet. Mal sehen, was haben wir hier denn Schönes drin? Uninteressant. Keine schönen Bilder. Schade. Nö. Aha. Tasten und so weiter. Was? Schnellflug. Überleben. Eulenjunge retten, das Bild. Und Bomber, okay. Vielleicht werden wir noch sehen, was das ist. Ansonsten ist hier nicht mehr vieles drin. Oh, außer etwas. Oh, seht es euch an. Oh, wunderbar. Oh, wunderbar. Ich liebe das Spiel jetzt schon. Gut, Leute, dann würde ich sagen, wünsche euch jetzt viel Spaß mit Die Legende der Wächter. Los geht's. Die Legende der Wächter. Ja, und ich freue mich schon Ewigkeiten auf dieses Spiel, weil ich liebe den Film. Ich liebe den Film. Ich könnte mir den 200.000 Mal anschauen und das am besten hintereinander, währenddessen gleichzeitig voreinander, was weiß ich. Ich bin echt gespannt auf dieses Spiel und deswegen drücken wir mal Start. Ja, ich habe es noch nie gespielt, deswegen neues Spiel. Speicherposition wählen. Ist überall dieselbe Eule, deswegen spielt es nicht so eine Rolle. Nehmen wir das hier. Kampfsets. Eine Kampfset-Rüstung schützt deine Gesundheit vor Schaden. Okay. Eulen aus. Oh, ich kann eine Eule aussuchen. Fleckenkauz. Bartkauz. Uhu. Ja, oder die Schleiereule. Verdammt, das ist jetzt schon wieder schwer für mich. Verdammt, das ist schnell. Schleieule hat am meisten Gesundheit. Der Uhu ist stark. Und der Bartkauz ist langsam. Ja, wir beginnen mal mit dem Fleckenkauz. Der flinke, bewegliche Fleckenkauz ist über jedem Gelände schnell. Er kann Angriffen geschickt ausweichen und durch feindliche Linien sich hindurchschlängeln. Mit dieser Eule fortfahren. Aber natürlich. Aber natürlich. Ich finde das Spiel jetzt schon toll. Ich konnte mir eine Eule aussuchen. Ernsthaft. Ja, ich will jetzt spielen. Mal sehen, wie sich das Ganze überhaupt spielt. Weil, wie gesagt, das von dem... Weil dieser DS-Teil, der war ein bisschen seltsam. Aber könnt ihr euch gerne ansehen. Habe ich ja ein Let's Play davon gemacht. Kettenangriffe. Damit und damit. Aha, verstehe. Das, das, das und das. In dem uralten Kloster Parrock ehrten die glauxianischen Mönche fern der Wirren von Streit und Hader den Eulengott Glaux durch Studium und stille Meditation. Seit dem Krieg gegen Surtr und seiner Reinen vor vielen Jahren wachten die Mönche unablässig über das Land und hielten nach allem Ausschau, was ihre erfüllte Existenz bedrohen könnte. An diesem Tag war es die Aufgabe eines jungen Altardieners namens Grettir, im Ausguck Dienst zu tun. Als Grettir Wache hielt, hatte er schon sehr bald ein ungutes Gefühl. Etwas stimmte nicht, das spürte er. Plötzlich, ohne Warnung oder Laut, griffen die Kräulen an. Die abscheulichen Kreaturen stürmten ins Kloster und töteten jeden, den sie dort finden konnten. Während die Schreie seiner Brüder durch die Höhlen hallten, versuchte Grettir sie zu retten. Doch es war zu spät. Das Kloster war verloren. Grettir entkam, doch Schuldgefühle und Verwirrung zehrten an ihm.
Wie waren ihm die Angreifer entgangen? Man warf ihm Nachlässigkeit vor. Viele nannten ihn einen Feigling und Verräter. Die Schande war zu groß. Kretir floh in die Einsamkeit, auf der Suche nach innerem Frieden. Als ihm das Leben die Chance gab, die Vergangenheit zu vergessen, ließ sich Kretir nieder, um mit seiner Gefährtin Lyja eine Familie zu gründen. Leider sollte die Zeit der Freude nicht lange währen. In der Schicksalsnacht, in der das erste Kind von Kretir und Lyja aus dem Ei schlüpfte, überfielen grausame Eulen ihrer Baumhöhle und töteten beide. Nein! Nur die rechtzeitige Ankunft einer Wächterschar verhinderte, dass auch das Küken starb. Oh, wie süß! Die Wächter trugen das Küken rasch in den Schutz des Gahul-Baums und nannten es liebevoll Schard, weil ein schartiges Stück Eierschale an seinen Daunenfedern hing. Viele Monde später studierte Schard eifrig, um Wächter zu werden. Doch Kretirs Vermächtnis klebte als Schandfleck an seinem Sohn. Im letzten Ausbildungsjahr bot sich Schard die Chance, die Familienehre zu retten. Schard! Was im Namen von Glaukst tust du denn hier? Du bist noch kein Wächter. Ich kann helfen, Alamir. Ich muss den großen Baum schützen. Du wirst ihn auch den Tod holen, Jungchen. Bleib bei mir und meide Ärger. Das um zu fliegen. Mir nach! Ja, ich komme ja. Muss ich immer R2 gedrückt halten, runter, oder was? Runter, runter! Ach so. Ansonsten schwebe ich einfach nur. Hab verstanden. Was ist das da oben für ein Balken? Die Ziele liegen vor uns. Deckung! Steuere so. Ja, verstanden. Ja, und nun? Wow, nicht ins Wasser. Musst du erst mit der Steuerung klarkommen hier. Weiter, Schad. Wow, ich habe gerade Probleme mit der Steuerung. Ja, ja. Oh, so ein Wirbel. Nutz die Luftströme. Ja, tue ich. Wow. Shit. Nein, Eule. Sei vorsichtig. Die Steuerung ist echt nicht leicht. Nach rechts oder links? Meine Fassrolle. Ja, tue ich gleich. Ah, verstehe. Yeah, Star Fox-like. Yeah. Ist irgendwie komisch, die Steuerung. Wow, vorsichtig. Vorsicht, was zum? Ich kann nicht steuern. Nicht gut, auf jeden Fall. Der Gahul-Baum. Die Katapulte müssen weg, dann wird es schwerer. Ja, wie? Verpasse ihnen ein paar heiße Kohlen. Wie mache ich das? Ins Gefecht. Wie mache ich das? Darauf zufliegen, oder was? Gut. Aha. Ja, und nun? Zünden wir sie an. Verstanden. Und? Volltreffer. Jawoll. Luft rein. Ha, ich wusste, wir schaffen's. Wo fliege ich denn hin? Warte, was ist das? Was? Angriff! Nein! Kein Angriff! Nein! Nein! Überspringen, nein! Ansehen. Oh oh. Schad, sei vorsichtig. Jetzt geht's ans Kämpfen, offenbar. Schad, hörst du überhaupt zu? Hä? Wohl wieder Nachtträume, was? Tja, genauso ein Nichtsnutz wie sein Vater. Seid nett zueinander. Oh, hört auf, ihr zwei. Schande. Kein Wunder allerdings. Denn in den letzten Jahren hat die Disziplin hier stark nachgelassen. Da sind wir ja einmal derselben Meinung, Alamir. Welche Worte auch fallen, ein Wächter beantwortet sie nie mit Klauen. Ja, Iselrib. Nach der Klasse
kriegst du in meiner Höhle deine Flintfransen. Verzeihung, Eselrip, er ist mein Schüler. Natürlich. Deine ganzen Pflichten scheinen dich in letzter Zeit etwas zu überfordern. Während, wie du es mir so gern unter den Schnabel zu reiben pflegst. Bis bald, Shard. Lass mich nicht warten. Okay. Die haben alle so komische Namen. Statistik. Gesamte Spielzeit beträgt 0 Stunden und 2 Minuten und 10 Sekunden. Ja, danke Spiel. Super. Danke dafür. Ne, die haben alle immer so komische Namen. Schon im Film war das so. Aber das ist halt nun mal so. Das sind halt Eulennamen, nicht wahr? Zeit, die Fackeln anzuzünden. Verstehe. Ich habe die Gahu-Feuerträger gebeten, dir bei dieser Flintfranse zu helfen. Also, mach schon. Siehst du die Feuerträger? Ja. Um Feuerträger anzusehen. Da drüben. Aha. Flieg rüber und hol dir heiße Kohlen. Verstanden. Los geht's, kleine Eule. Flieg! Wuhu! Wow, angreifen. Ich kann... Hört mal. Wie geil. Nun musst du nur noch eine Fackel finden. Um eine Fackel anzusehen. Da oben. Okay. Flieg zur Fackel hoch und wirf die heiße Kohle rein. Hab verstanden. Whee! Yes! Yes! Zünde jetzt alle übrigen Fackeln an. Verstanden. Ups, ich hatte 2. So, her damit. Gehen dir die heißen Kohlen aus, flieg einfach zum Feuerträger und hol dir neue. Nein! Nein! Oh, das... Oh, die Steuerung ist echt kompliziert. Was heißt kompliziert? Halt schwer. Weil... In solchen Spielen bin ich mir gewohnt, dass es verkehrt rum ist. Das war perfekt. Versteht ihr? Das ist gerade das Problem für mich. Wow, nicht so schnell, bitte. Da. Zack. Mach weiter so. Möchte ich ja. Hier. Genau so. Ich kann mit X rufen. Süß. Eselrip, die Rettungsschar fand Jungeulen, die sich dem Baum näherten. Aber Krähen versperren ihren Weg. Wir müssen ihnen da durchhelfen. Shard, kleine Planänderung. Du musst hinaus und die Krähen verjagen, damit die Schar durchkann. Parsival begleitet dich, falls du Hilfe brauchst. Was? Nein, nicht der. Wir haben keine Zeit für Sonderwünsche. Los jetzt. Verstanden. Jungeulen helfen. Selbstverständlich helfen wir Jungeulen. Eine Krähe. Krähe, da. Jetzt könnte man gut angreifen. Gut, tun wir. Was? Richte das Fadenkreuz. Wenn ruht. Bam! Wow. Großartige Clown-Technik. Finde ich auch. Was habe ich jetzt bekommen? Keine Ahnung. Einzelschläge sind gut, aber Mehrfachschläge schwächen den Gegner schneller. Aha, verstehe. Indem du jedes Mal die Taste, wenn das Fadenkreuz rot ist. Hätte ich selbst nicht besser gekonnt. Aha, verstehe. Du weißt, wie man Angriffe kontert, oder? Nein. Nein, weiß ich nicht. Sag's mir. Bitte sag's mir. Drück auf die Taste, um ein... Welche Taste? Jetzt kontern, Chart. Gut gekontert. Ah, verstehe. Super. Angriffen ausweichen. Mit Gegenangriffen und Fastrollen kannst du feindlichen Angriffen ausweichen. Verstehe. Wie macht doch nochmal eine Fastrolle? Als dein Flügelmann folge ich deinem Befehl, Chart. Warum? Sag mir ein Ziel und ich erledige den Rest. Das da. Hier, greif an. Schnapp ihn dir. Yeah. Keine Sorge, Shard. Ich lasse dich nicht im Stich. Das ist nett von dir. Ihr macht doch mal eine Rolle. Hab ich schon wieder vergessen. Was? Können. Das ist deine Können-Leiste. Können erwerbst du durch Sturzflüge, erfüllte Missionen und Ausschalten von Gegnern. Mit Hilfe von Können kannst du Spiralen ausführen. Eher nach oben bewegen. Und Flügelmann Befehle erteilen. Ja.
Das Flügelmann-Symbol wird grün, wenn du einen Flügelmann einsetzen kannst. Das Symbol rot, kann der Flügelmann nicht eingesetzt werden. Verstehe. Die übrigen Krähen kommen auf uns zu, Shard. Bist du bereit? Na klar, die holen wir uns. Die Penner holen wir uns. Da sind sie. Kein Problem, die holen wir uns. Attacke! Da oben. Holen wir uns. Nochmal. Und nochmal. Jawohl. Verdammte Krähen. Lasst unsere Eulen in Ruhe. Ja, blocken. Okay. Okay, schnapp ihn dir. Blocken. Ich sagte, schnapp ihn dir, verdammt nochmal. Blocken. So nicht hier. Attacke. Bam, frisst das. Shit, nur einmal getroffen. Und Attacke. Und nochmal. Und nochmal. Jetzt wissen sie's. Flammenklauen. Wow, übel. Echt super. Und Angriff. Ich frage jetzt nicht, weshalb meine Klauen brennen, okay? Sehr gut. Wegen meinen Ultra-Kombos bestimmt. Ja, das war nix. Wird gemacht. Ja, greif den mal an, verdammt. Und bam! Teamangriff, geile Sache. Das war's, scheinbar. Ja, verpisst euch! Bin positiv überrascht. Ja, siehst du? Zumindest leben wir noch. Ey! War das Sarkasmus? Wir erfuhren, dass die Geretteten keine normalen Jungeulen waren. Sie waren weit gereist und die Schleiereule Soren, die für die Gruppe sprach, berichtete dem Parlament von Leid und großer Not. Soren bezichtigte die Reinen der Entführung. Jene Reinen, gegen die ich damals gekämpft hatte. Sie brachten sie mit vielen anderen an einen üblen Ort, das St. Egolius-Heim für verwaiste Eulen. Wo man sie zwang, durch weggeworfene Gewölle zu picken, um winzige, Flocken genannte Metallstücke zu suchen. Warum? Das wissen wir noch nicht. Alomer glaubte ihnen. Wenn ich alles richtig verstanden habe, sind die Reinen wieder auferstanden, stellen eine Armee mondgeblendeter Eulen auf und wollen mit magischen Gewollresten die Welt erobern. Ich verteidigte sofort die Redlichkeit der Jungen. Ich spürte in meinem Magen, dass sie die Wahrheit sagten. Soren kennt weder Lug noch Trug, denn er hat ein ernstes, lauteres Herz. Dann ergriff König Boron das Wort. Er befahl Alomir, St. Egolius zu besuchen, um zu sehen, ob die Reinen wirklich zurückgekehrt waren. Das Parlament wurde vertagt und Alomir schritt zur Tat. Ich aber hatte andere Pläne. Denn wenn der Frieden so brutal verletzt wird, wie können da Eulen tatenlos zusehen? Es musste gehandelt werden. Nur Toren würden nicht entschlossen handeln, nun da wir Beweise haben. Oh, gut, dass ihr schon hier seid. Wir müssen uns rüsten und haben wenig Zeit. Sir, rüsten wofür? Für eure kommenden Missionen natürlich. Aber wir dürfen doch nicht. Wir sind doch noch keine Wächter. Was meint ihr, wozu all die Flintfranzen dienten? Ich habe euch ständig getestet. Und du hast glänzend bestanden. Bleibt dicht bei Shard und gehorcht ihm. Ich? Ihm folgen? Aber Alomir und seine Schar suchen doch schon. Warum wir? Das ist ganz leicht. Weil ich euch vertraue. Ihr habt beide das Zeug dazu. Ihr werdet euch bewähren. Okay, cool. Und ich finde es auch cool, dass man jetzt das Spiel aus einer anderen Sichtweise sieht im Vergleich zum Film. Das ist echt cool. Shards Höhle. Waffenkammer. Die werde ich brauchen. Wer? Kampfsets. Schützen vor Angriffen und steigen Tempo, Können oder Gesundheit. Sammle
Funkler, um neue Kampfsets verbessern zu können und zu kaufen. Okay, das kann ich alles nicht kaufen, verdammt. Kann ich alles noch nicht kaufen, verstehe. Trainingsklauen, ja, mehr habe ich noch nicht. Schade. Schade, schade, schade. Galerie? Information ist Gold wert. Habe ich auch noch nicht freigeschaltet. Okay, dann Mission wählen. Erkundungsflug. Bonusmission auf Hule. Du kannst Bonusmission freischalten. Nimm Herausforderung an, sammle Funkler und suche die Umgebung nach versteckten Schriftrollen ab. Schließe alle Herausforderungen erfolgreich ab, um ein extra Leben für die... Für die? Erzählungsmission zu holen. Aha, verstehe. Die Wüstenfledermäuse, die in den rauen Winden und Schluchten leben, haben Kunair fest im Griff. Ein Adler ist verschollen und Jungeulen verschwinden auf rätselhafte Weise. Wirst du trotzdem den Mut aufbringen, die Fledermäuse in ihrem Revier anzugreifen? Natürlich. Ah, verstehe. Hier kann ich auswählen. Ja, tun wir selbstverständlich, bevor ich vergesse, wie die Steuerung funktioniert. Soren meinte, die Fledermäuse kooperierten mit den Reinen. In der Wüste Kunir verfolgte der Adler Streak das Gerücht, die Fledermäuse hätten auch mit dem Verschwinden einheimischer Jungeulen zu tun. Aber leider ist Streak jetzt ebenfalls verschollen. Finde in der Wüste heraus, was ihm zugestoßen ist. Knochentrocken und in glühender Hitze wird Kunir von der sengend heißen Sonne gebacken. Ist ein Leben möglich, wo nur selten Wasser oder Schatten zu finden ist? Oh ja, dank kühlender Nischen und dem Morgentau im Gebüsch. Und weht des Nachts ein lauer Wind, vibriert's am Boden und summt's in der Luft. Auszug aus einer Zeitung der Eulenkönigreiche. Von Lars von Kiel. Soren meinte, die Fledermäuse kooperierten mit den Reinen. In der Wüste Kunir verfolgte der Adler Streak das Gerücht, die Fledermäuse hätten auch mit dem Verschwinden einer Jungeulen zu... Okay. Streak muss hier irgendwo sein. Wir haben einen Flügel, Mann. Was? Oh, das sind Münzen. Das sind Münzen. Münzen. Attacke. Und nochmal. Und nochmal. Tschüss, Fledermaus. Jawohl. Nicht genug können. Ja, super. Greife ich die jetzt selber an. Ich konnte meinem Flügelmann nichts sagen. Das war komisch. Bam. Nein, shit, meine Kombos. Attacke. Habe ich es geschafft? Nee, da ist noch einer. Den holen wir uns. Sehr schön. Da ist ein Stern. Ich hätte gerne mehr Münzen. Was ist das da unten? Ah, der hat mir angezeigt, wo ich lang muss. Ah, ich verstehe. Aha. Muss ich jetzt dem Vieh folgen, oder was? Es scheint gerade so. Nee, das waren Münzen. Scheiße, scheiße. Nein, hoch da. Oh mein Gott. Oh, die Steuerung ist echt ein Problem gerade. Was war das? Bitte weiterfliegen. Warum ist der Kerl in mich reingeflogen? Ah, shit, ich sammle viel zu wenig von diesen Dingern. Wow, das war knapp. Wo will der hin? Nicht so schnell, verdammt nochmal. Nee, die Steuerung ist echt nicht leicht. Hoch da!
Scheiße nochmal. Wo will das Vieh hin? Wir werden versuchen, ihm zu folgen, selbstverständlich. Und ein bisschen was einzusammeln. Ein bisschen mehr wäre cool, aber... Ich kann das verkackte Vieh nicht angreifen, verdammt. Okay, wir verfolgen es einfach mal. Vielleicht bringt es uns ja weiter. Sehr gut. Da unten ist es. Holen wir uns dieses verkackte Vieh. What the fuck? Oh, die Steuerung! Oh, verdammt nochmal, ist echt murklig. Ist echt gerade ein Problem, das müsste ich ein bisschen üben. Ernsthaft. Nein, hoch! Das kann doch nicht so schwer sein. Ist es aber. Wie weit muss ich das Kackvieh verfolgen, bitte? Ich lasse echt viel zu viel von diesen Münzen aus. Oh, ich habe keine Ahnung, wo ich hier hinfliege. Aber es scheint richtig zu sein. Sieht auf jeden Fall danach aus. Junge Wächter! Wie gut, dass ihr hier seid! Die Schurken werden euch nicht kampflos zu mir lassen. Weg mit dir! Attacke! Was zum Teufel? Okay. Und? Ich warte, Shard. Auf was? Ach so, verstehe. Ja, ist gut. Greif an. Alles klar, Shard. Übernimm den Kerl. Wow! Fick dich! Und Attacke! Und nochmal. Und nochmal. Das muss ich mir merken. Wurf freigeschaltet. Drücke das, um einen Gegner zu packen und ziele damit dein Wurf. Rückwärtssalto wird nach Besiegen von 21 weiteren Gegnern freigeschaltet. Oh mein Gott. Alles klar. Wie geil ist das denn? Komm her, du Mistvieh. Schau, wie ich das mache. Ja, finde ich gut. Ich helfe dir sogar. Das war ein Teamangriff. Werde gerne nochmal jemanden werfen. Greif das Vieh an. Jawohl. Und tot. So. Super. Brech die Äste um meinen Käfig herum ab. Ja, verstanden. Ich komme ja. Aber erstmal möchte ich noch hier ein paar solche Dinger mitnehmen. Da oben sind ganz viele. Ich sehe die Zeit nicht, das ist das Problem. Was zum... Umdrehen, bitte, Shard. Umdrehen. Und dann? Hä? X. Shit, das war daneben. Das war echt daneben. Scheiße. Drehen wir nochmal um. Ja, ich muss erst begreifen, was ich tun muss, wisst ihr? X. Hurra! Jetzt erteile ich Ihnen eine Lektion. Tu das. Besiege alle Gegner. Aber gerne doch. Flügelmann Strike freigeschaltet. Um ihn anzugreifen lassen, drücke das. Alles klar, Shard. Natürlich habt ihr jetzt was zu tun. Jetzt wird gekämpft. Los, schnappt sie euch. Ihr sollt sie euch schnappen, verdammt nochmal. Dann mach ich das halt. Ich mach das. Ja, finde ich gut. Ich helfe dir. Sehr schön. Hat das noch mehr? Hier, friss das. Und nun? Schnappt ihn euch. Okay, dann halt nicht. Sind noch nicht wieder bereit. Also los. Ha. Waren das alle? Nee, natürlich nicht. Endlich was zu tun. Jetzt aber. Ihr habt meinen ewigen Dank, Freunde. Mein Partner ist weg. Und ich war töricht genug, allein loszuziehen, als diese Reinen mich angriffen. Ich bin Shard. Und das ist Parsifal. Iselrib befahl uns, dem Gerücht der vermissten Jungeulen nachzugehen. Leider ist es wahr. Die Reinen machen...
mit den bösartigen Fledermäusen gemeinsame Sache. Streak ist jetzt ein Flügelmann. Sehr schön. Und wie lange haben wir Oh, fuck. Sogar mehr als 5 Minuten. Verdammt nochmal. Ich würde es gerne nochmal tun, um schneller zu sein. Komm, wir machen die nochmal kurz. Ich meine, es dauert ja nicht lange, oder? Ernsthaft. Ernsthaft. Streak muss hier irgendwo sein. Ja, muss er. Ach, wirklich. Ach, wirklich. Wie geil. Eine super Dingens bekommen. Los, töten. Töten. Sehr schön. Du, mein Freund, mach bitte auch was. Nicht genug können. Oh, fuck. Muss ich die alleine ausschalten? Komm her. Ja, ich schalte die alleine aus. Ist in Ordnung. Attacke! So. Nun da lang. Habe ich ja verstanden. Scheiß auf das ganze Zeugs. Ah, auf der Karte sehe ich, wo ich nicht lang darf. Ich verstehe. Verfolgen wir jetzt einfach dieses Ding da. Ohne aufgehalten zu werden. Nein, nein. Ja, ich scheiße jetzt auch auf diese Dinger da unten. Habe jetzt keine Zeit, um die mitzunehmen. Ich möchte eine gute Zeit hinkriegen. Versteht ihr? What? Fuck! Das ist nicht gut, das ist nicht gut. Das ist echt nicht gut so. Doch, die Steuerung würde super funktionieren, aber muss ich erst daran gewöhnen, was nicht ganz so leicht ist. Weg da! Oh mein Gott. Flieg weiter, verdammt! Ja, ist gut. Shit! Shit! Nein, komm schon! Na, oh, das war gemein. Das war echt fies. Kannst du nicht schneller fliegen? Liebe Eule, es wäre echt schön. Ja, mindestens eine Medaille hätte ich dann doch gerne. Wenigstens Silber. Ja, ich war 12 Sekunden zu langsam für Silber, glaube ich. Wow, ein so ein Ding eingesammelt, super. Ja, wie gesagt, das ist es mir jetzt nicht wert, der Zeit eine Verschlechterung von der Zeit zu haben, wenn ich diese Dinge einsammle. Ich kann es ja versuchen. Einfach nur so ein kleines bisschen. Ja. Ja, wieder eins, super. Aber ich kann doch gar nichts tun, wenn der so weit fliegt. Dann kann ich meine Zeit doch gar nicht verbessern. Aber wir sind wieder gleich da. Wir sind gleich da. Junge Wächter! Ja. Wie gut, dass ihr hier seid. Die Schurken werden euch nicht kampflos zu mir lassen. Ach ja? Leck mich. Warum konnte ich das jetzt noch nicht tun? Muss ich die zuerst besiegen? Scheinbar. Na gut, dann tun wir das eben. Ich meine, pa! Also los! So. Team Battle! Und zack. Und zack. Und tot. Komm runter da. Her damit. Ah, hat nicht ganz gereicht. Shit. Kombo war für den Arsch. Wo denn? Da. Du machst gar nichts, verstehst du? So, noch eine. Wo ist sie? Da ist sie. Oh Gott, nicht in den Boden reinfliegen. Eule, das war nicht gut. Brech die Äste um meinen Käfig herum ab. Ja, habe verstanden. Hab verstanden. Flieg schneller. Sieht auf einen Streich. Wow. Okay. Und? Zack. Hurra! Jetzt erteile ich Ihnen eine Lektion. Ja, gerne. Ja, gerne doch. Okay, schnapp sie dir. Schau, wie ich das mache. Was zu tun. Vernichtet die Viecher. So schnell es geht. Sehr schön. Und umdrehen. Und da.
Ja, schnappt ihr euch. Einmal, zweimal und dreimal. Nee, hat's gar nicht gebraucht. Okay, den töten wir gemeinsam. Ist noch einer da? Ja. Ah, shit. Der ist ausgewichen. Shit. Warum? Das war's. War das gut? Ihr habt meinen ewigen Dank, Freund. So, jetzt bin ich gespannt, wie lange ich gebraucht habe. Und ich war töricht genug, allein loszuziehen, als diese Reinen mich angriffen. Ja, ja, ist gut. Habe ich Gold? Und? Yes! Nein, ist nur Silber. 6 Sekunden zu lahm? Oh, ich habe mir doch total Mühe gegeben. Oh, scheiße. Da muss man sich ja übel beeilen, muss ich sagen. Aber übel. Egal. So, eine Mission machen wir noch, würde ich sagen. Und dann, ja, muss das auch ausreichen. Kettenangriffe kann ich jetzt, ja. Nee, kann ich noch nicht. Irgendwie wurde mir das noch nicht erklärt und es funktioniert auch noch nicht richtig. Mit dem Wurf, meine ich. Kampfsets. Ja, ja, weiß ich. Kann ich mir bestimmt noch nicht leisten. Ich habe es mir auch gar nicht angesehen. Ja, komm schon. Zum Lohn ihrer Treue geben die Reinen den Fledermäusen alle Jungeulen, die nicht aus Taito stammen. Sie halten sie in einem Geheimversteck der Fledermäuse in Kunir fest. In der Wüste gibt es aber Fledermausrastplätze. Vielleicht kriegen wir etwas aus diesen Fledermäusen heraus. Fledermäuse foltern, okay. In der Nähe ist ein Rastplatz. Mir nach. Verstanden. Verstanden. Ich versuche dir zu folgen, ohne Schaden zu nehmen. Spirale. Eine Spirale gibt gewaltig Tempo. Mit Sturzflügen füllst du deine Könnenleiste. Bewege dann eher nach oben, um eine Spirale auszuführen. Was? Wow, vorsichtig. Ich fliege noch nicht gut genug dafür. Ernsthaft nicht. Hier, durch. Nein, eben nicht, eben genau nicht. Mein Hirn ist irgendwie zu dumm dafür. Okay, passt auf, was ich kann. Hört ihr das? Alarmsensor. Ist der Alarmsensor grün, bist du in sicherer Distanz. Wäre der Sensor rot, bist du ihm zu nahe oder zu weit davon entfernt. Lass den Sensor nicht zu lange rot bleiben, sonst scheitert die Mission. Oh shit. Ja, was denn? Aha, jetzt habe ich verstanden. Ah, jetzt habe ich verstanden. Ah. Okay, gut, aber ich sollte auch nicht zu... wie soll ich sagen? Vor ihn fliegen, weil dann nehme ich bestimmt den falschen Weg. Shit, vorsichtig! Oh, das darf nicht wahr sein. Er ist schon wieder viel zu schnell für mich. Aber da vorne kann ich wieder Tempo aufnehmen. Alles gut. Okay, in Ordnung. Und hier ebenfalls. Sehr schön. Aha, mit Sturzflügen also. Ja, jetzt habe ich das kapiert. Und da vorne ist irgendwo ein Gegner. Das war knapp. Da ist ein Gegner. Außer Reichweite. Ich glaube, den holen wir uns. Freiwillig werden sie uns nicht hin. Egal. Aber wenn wir ihren Rastplatz zerstören. Wir feiße Kohlen auf den Rastplatz. Wo denn? Dieser Baum da oben oder was? Oder das Ding hier? Nee, hä? Ah, da, verstehe. Jawohl. Ja, ist mir doch egal. Holt sie euch. Ich mach das. Ah, ich hab grad Probleme, merkt ihr? Ich komme hier mit der Steuerung irgendwie nicht ganz klar. Erledigen wir erstmal die Viecher hier. Dann haben wir freies Schussfeld. So, und nun? Ich kenne noch einen Rastplatz. Aha, verstehe. Also los. Verstehe, gehen wir.
Wo bist du? Shit, wo bist du? Shit, wo bist du? Ah, da. Ah, ich kann ihn auch avisieren, das ist super. Yeah, bin ich schnell. Los, beeil dich doch mal. Hochziehen. Hochziehen! Verdammt nochmal. Diese Steuerung, ja. Der ist echt in sich. So, jetzt bin ich wieder gut schnell. Hoch! Das war wieder knapp. Nehmen wir diesen Strudel hier wieder mit. Alles klar. Langsam verstehe ich, wie ich da dranbleibe. Die Steuerung könnte man bestimmt auch langsam aber sicher mal ins Gedächtnis kriegen. Aha. Die wussten wohl, dass wir kommen. Zwingen sie aus ihrem Versteck. Was tue ich da? Ich würde mir gerne hier Kohle holen. Verfluchte Scheiße nochmal. Bam. Und bam. Man greift uns an. Weiß ich. Und? Die sind doch kein Problem hier, diese Kackviecher. Ich meine, wir sind Eulen. Hallo, wir haben gar nichts zu befürchten. Was hat das Katapult? Kacke nochmal. Was ist denn los jetzt? Vorsichtig. Ich suche gerade die Kohlen. Aber wir sollten sie zuerst mal töten. Nee, dieser Combo-Ding funktioniert bei mir irgendwie noch nicht so richtig. Meine Mitwurf und Mitangriff. Verdammt nochmal, was ist denn los? Ja, wir zerstören erstmal die ganzen Gegner hier. So, wo kriege ich jetzt Kohle her? Muss ich zuerst die Viecher da besiegen, scheinbar. Und dann muss ich irgendwie das Katapult. Was zum? Oh, es ist irgendwie nervig. Wenn die Gegner avisiert werden und nicht das, was ich gerne hätte. Oder ich muss tatsächlich zuerst alle Feinde töten. Das kann auch sein. Ich brenne. Verdammt nochmal, ich brenne. Ich glaube, das sollte nicht so sein. So, stirb. So, und jetzt bitte Kohle. Wo kriege ich meine Kohle wieder her? Ich brauche ja irgendwoher wieder Kohlen, um gegen das Katapult zu schleudern. Versteht ihr? Es war irgendwo da drüben. Da, ja. Nein! Da. So. Nein, hoch! Meine Güte! Ey, wie kann man nur so schlecht fliegen, wie ich es gerade tue? Oh, nehmen wir das hier noch mit. Und dann ist nur noch dieser Gegner hier. Ah, ich kann... Ah! Ich kann auch die Glut auf den Gegner schmeißen. Das ist geil. Hier ist nichts. Versuchen wir es woanders. Wo denn? Toller Wurf. Warum? Irgendwie verliere ich meinen Adlerfreund immer aus den Augen. Kann das sein? Das sollte nicht sein. Weiß der, wohin der geht? Irgendwie nicht. Er hat jetzt gerade eine seltsame Schlaufe gezogen. Ja, dann hier weiter. Nehmen wir auch gleich mit hier. Ich sollte wieder mal einen Sturzflug machen. So, ein bisschen meine Leiste aufzufüllen. Was? Irgendjemand ist, glaube ich, gerade gegen den Felsen geknallt. Kann das sein? Trottel. Shit, der ist wieder zu schnell für mich. So, hinterher, schnell. Hoch! Oh Gott! Ich höre im Hintergrund immer irgendwelche Geräusche. Ich weiß nicht, was es damit auf sich hat. Wie weit fliegt denn der bitte? Ernsthaft? Keine Ahnung. Aber es ist cool, so kann man immerhin die Steuerung lernen. Das ist praktisch. Weil ihr merkt, ich habe das echt noch nötig. Wo will der hin? Ja, wenn man eine gute Karte hätte, würde es vielleicht was bringen, wenn man vorfliegen könnte oder würde, aber so
Ist das ein Problem? Da ist doch irgendwas. Sie wollen uns offenbar nicht helfen. Treib sie mit heißen Kohlen aus dem Versteck. Hab verstanden. Zerstöre den Rastplatz. Ja, aber erst brauche ich Kohlen. Nehme ich mit. Am Feuer. So, das Katapult ist erstmal zerstört. Dann nehme ich der Kohlen mit. Dann werfe ich es hier hin. Das war gut. Kurz in der Schlaufe fliegen. Und dann wieder Feuer. Man greift uns an. Ja, kein Problem. Ich nehme wieder... Na, shit, ich wollte wieder was mitnehmen. Wo ist euer Versteck? Als dein Flügelmann folge ich deinem Befehl, Schad. Ja, ist gut. Ich gebe euch ja gleich Befehle. Hier, greift den an. Greift den an jetzt. Greift auch den an. So, ich kümmere mich um den hier. So. Zack. Und erledigt. Bam. So, sind noch mehr da? Ja, sind sie. Den hier übernehme noch ich. Und den nächsten könnt ihr wieder angreifen, würde ich sagen. Ah, shit. Erstmal blocken. Rückwärtssalto. Oh. Wege nach unten, um ein Rückwärtssalto zu fliegen. Stoßangriff wird nach dem Besiegen von 10 weiteren Gegnern. Aha, verstehe. Sehen wir uns gleich den Salto an. Wow. Dann wechselt er direkt in den Sturzflug. Das ist sehr geil. So. Haben wir alle? Sie sagte Richtung Osten. Dort fliegen wir hin. Sagen Sie. Los. Ich habe nichts gehört. Ich habe nichts gehört. Okay, kann scheinbar noch ganz viele Dinge freischalten. Das ist sehr cool. So, aber erstmal ihm folgen hier. Wow, wenn ich doch nur wüsste, wo er hinfliegt. Das wäre extrem praktisch. Ja, oh shit. Oh, diese Steuerung. Nein! Es ist echt nicht leicht, eine Eule zu sein, scheinbar. Aber cool. Nicht einfach, aber cool. Bin ich sicher. Ah, fuck! Warum ist Fliegen so schwer? Ich weiß jetzt, warum das Menschen nicht fliegen können, weil es einfach zu schwer ist für Menschen. Ja. Definitiv. Los, nehmen wir mit. Und bisschen Sturzflug. Aber doch nicht so einer. Meine Eule, meine kleine arme Eule. Das gibt's doch nicht. Geh nicht zu weit weg, mein lieber Freund. Sonst sagt das Spiel, nee, nicht gut. Wow, das war wieder gut knapp. Ich fliege lieber hier oben lang. Nee, ich sollte auch. Ich habe nichts mehr gesehen. Ich glaube, mein Freund ist auch gerade irgendwo reingedonnert. Wo fliegt er jetzt? Ich wollte schon sagen. Gehört ihr zu den Reinen? Vermutlich ja. Haltet sie auf. Besiege alle Gegner, verstanden. Also los! Also los! Dann holen wir sie uns. So, das wird der Abschlusskampf für dieses Game zum Montag. Wo bist du? Da bist du. Hier. Fick dich. Euch hole ich mir. Ja, greif doch diese Viecher an, verdammt. Und Attacke. Oh shit, kontern. Und zack und... Runter mit euch. Sehr schön. Flammenklauen. Zack. Los, schnapp sie dir. Meine kleine Eule. Angriff. Shit, die wehrt sich. Ich kann keine Kombos landen zurzeit. Warum nicht?
Warum nicht? Komm schon her, du feiges Vieh. Schau, wie ich das mache, Schau. Ja, dann tu mal was dafür. Und tot. Sehr schön. War das die letzte? Ich glaube ja. Da kommen noch mehr. Vorsicht! Dummes Vieh. Die Reinen und die Fledermäuse arbeiten enger zusammen, als ich dachte. Sicher halten sie im Fledermausversteck Gefangene. Wir müssen sie irgendwie retten. Ja, das wäre wichtig. Du hast das Kampfset schneller Stahl freigeschaltet. Kaufe es dir. Ich habe viel zu schwach. Ich habe viel zu lange gebraucht, ja. Keine Zeugen. Cool. Ja, Bronze, super. Ja, ich möchte in Schads Höhle. Ich möchte versuchen, ob ich mir noch irgendwas Neues kaufen kann. Einfach zum Zeigen. Und dann... ja. Muss ich leider aufhören. Das wird mir guten Schutz. Ja, würde ich auch sagen. Hier, schneller Stahl. Für 150 könnte ich mir das kaufen. Ah, die müssen auch zuerst freigeschaltet werden. Ja klar, kaufen wir. Klar. Wow, unsere Eule ist brutal geworden. Super, aber... mit diesem Bild würde ich sagen, das war's mit... was zum... ein Vogel in der Hand. Okay. Das war's für heute mit Game zum Montag mit dem Spiel Die Legende der Wächter. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss.